Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Wir werden zuerst mal mit Till interagieren, damit wir mit ihm vielleicht ein paar mehr Herzen bekommen. Und dann mit dem lieben Sam. Hallo und guten Morgen. Ich werde die Familie heute besuchen. Okay, ich bin abends wieder zurück. Ja, klar, kein Problem, mach dir keinen Stress. Ich werde vielleicht heute ganz ausnahmsweise in die Mine gehen. Ihr könnt es vermutlich schon nicht hören, ich auch nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass wir es heute schaffen. Denn ich habe nämlich nachgeschaut mit einem Analyseprogramm, ich brauche nur 285 Erfahrungspunkte und ich hoffe, dass das heute machbar ist. Hallo, geht's schön? Was benötigt 10 Holz? Ach, der Holzkohleofen. Habe ich nicht und will ich auch gar nicht machen, gerade ehrlich gesagt. Nein, gießen wollte ich die Holztruhe nicht auf jeden Fall. Geht es? Ach, das geht so. Ich bin nur zu blöd, das ist das Thema. So. Das packen wir daher. Dann gehe ich kurz in den Weinkeller. Und dann haben wir ja jetzt Aprikosenwein gemacht. So. Und dann nehmen wir einen Iridium-Qualität-Wein mit. Das finde ich immer gut. Und dann verkaufen wir den. So. Dann geben wir das Schleimei. Seht doch, hier wächst doch schon wieder was, wo mein Pferd dann nachher nicht mehr durch kann. Das finde ich gar nicht gut. So, hier wächst überall was, wo mein Pferd nicht mehr durch kann. Gut, dass ich mein Pferd nicht haue. Ich glaube gar nicht hauen kann, hoffe ich doch. Und dann packen wir mal das violette Schleimei da rein. Dann haben wir laut unterschiedliche Schleime, richtig gut. So. Ja, ich weiß, es war ein bisschen... Oh! Gibt es da bald Schleimnachwuchs? Schauen wir mal. So, heute lasse ich dich... Hoffe ich, Zeit wird stehen in deinem Stall. Nehmen wir das mit. Waren wir hier schon drin? Nein, ne? Nee. So... Nur 10, ja, wir haben noch Zeit. So. Wie sieht's hier aus? Sonnenblumen gibt's und Kaffeebohnen. Sonnenblumen haben wir dreimal. Dreimal finde ich gut. Dann packe ich da den würzigen Aal hoch. Würde ich mal sagen. Dann gehe ich zu den anderen Tieren. So, Trüffelöl lohnt sich eigentlich überhaupt nicht mehr, weil ich ja Trüffel in Iridium-Qualität habe, weil das ja irgendwie zusammengehört oder irgendwie so. Naja, ich hoffe, der Baum holt sich wieder. Ich nehme das ein hier jetzt nur mit, weil ich da wieder Riedenerz reinpacken kann. Das packt mir halt mein Inventar voll. Ach, wisst ihr was? Das verkaufe ich einfach so. So. Ah, da könnte ich Öl draus machen. Mache ich nur aus dem Schatten die Mayonnaise. Ja, ich denke, damit kann ich leben. Ach, halt. Halt. Das kommt auch noch weg. Und dann machen wir Schattenmayonnaise. Und dann hätte ich gerne mal wieder ein bisschen die Musik vom Spiel, bitte, falls das möglich wäre. Und, ach, ich habe... Was war das gerade? Aber dafür habe ich noch... Schleime dabei, aber...
Auch da ist Haze drum. Jetzt habe ich die Edelwiki gar nicht. Wie dumm hätte ich Evelyn checken können. Und George und Pierre muss ich mich echt auch mal kümmern. Also um meine Beziehung zu denen vor allem. Weil das kannst du ja so keinem erzählen. Nein, nein. So. Guten Morgen, Sandy. Mein Name ist nicht wirklich Sandy, weißt du, es ist nur gut fürs Geschäft. Aber jeder nennt mich Sandy, also habe ich mich daran gewöhnt. Was hast du anzubieten? Honig, das brauche ich leider nicht, aber Dankeschön. Und irgendwie gibt es hier auch nichts gerade zu sammeln. Aber ich war in letzter Zeit relativ oft hier. Deshalb macht das, denke ich, durchaus schon Sinn, dass es hier nichts zu sammeln gibt. Ich sollte mal zum Clint und mein Ding abholen. Ich denke, das fände ich ganz gut. Mache ich natürlich morgen. Und meine, wenn meine Maus funktionieren würde, fände ich das auch ganz gut. So. Und da gibt es einen Diamant. Ja, ja, sehr seltenes Steinchen. Ja, ja. Ja, er ist wirklich selten, aber. Was ich jetzt hier einen gefunden habe, war natürlich reiner Zufall. Das weiß ich schon auch. Da habe ich doch wieder was gehört. So. Zack, zack, zack. Und irgendwelche Joden, die könnte ich dann mit dem Clint auch aufbrechen lassen, aber da ist eh nichts drin wahrscheinlich. Also nichts, was nützlich ist, aber man weiß es nicht. Kann es ja mal probieren. Und die 25 oder 50 oder 75 Gold, wo der verlangt, die sind jetzt echt auch nicht das Problem. Muss ich ja mal zugeben. Wo habe ich denn das Iridium? Habe ich das alles verkauft? Hoffentlich nicht, ne? Hoffentlich nicht. Also die Iridium-Barren meine ich jetzt. Das fände ich nämlich nicht so toll. Die brauche ich ja für meine Spitzhacke. Ach nee, ich habe die ins Haus gepackt, in die Kiste. Stimmt, da war ja was. Stimmt. Oh. Jo. 4 Ebenen. Das ist doch... Eigentlich zu verkraften gäbe es da keine Skelette. Skelette, wie ich sie hasse. Ich habe halt auch nie meine Schleuder dabei mit explosiver Munition oder so. Oder eine Bombe oder so. Das nehme ich einfach nie mit. Und deshalb sind die Skelette ja so nervig. Für mich. So, dann hoffen wir mal, dass hier irgendwo die Leiter ist. Weil ich möchte nicht unbedingt da drüben zum nächsten Skelett. Ah, sehr schön. Ein Aquamarin, glaube ich. Ja, sogar 2 Stück. Sehr schön. So. Zack. Zack. Dann machen wir uns mal hier unseren Weg frei. Gibt es hier noch irgendwelche Monster? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Wie das Spiel meint. Dafür gibt es hier eine Kiste. Und eine komische Luftschlange. Luftschlange einfach. Oh. Ja, würzigen Aal essen, bitte. Und er hat halt auch den Vor... Was? Wieso hat er so wenig gebracht? Habe ich auf Nein gedrückt? Oder bringt er so wenig? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es doch nicht. Wie viel bringt denn der?
Ja, okay, 46 Gesundheit, das kann dann tatsächlich schon sein. Das kann dann tatsächlich sein. So, dann nehmen wir dich noch mit. Und die ganz vielen Schleime, die hier aus dir rauskommen. Das ist, ich glaube, auch so ein Monster, das es in vielen Spielen gibt, Schleime. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde es interessant. Und es sind eigentlich in den meisten Spielen meine Lieblingsgegner. Muss ich mal so zugeben. So. Und ein Rubin. Da drüben habe ich einen Amethyst gesehen und ich habe ein Monster gehört. Da kommt es doch schon. Esse ich das, weil dann ist das weg, dann stopft man das nicht mehr ins Inventar zu. Und es gibt ja ziemlich viel. Muss ich auch zugeben. War da gerade was oder habe ich mir das... Nein, habe ich mir nicht eingebildet. Ich wollte gerade fragen, war da was oder habe ich mir das eingebildet? Aber ich habe es mir nicht eingebildet, wie man offensichtlich sieht. Da war ein Monster und vielleicht schaffen wir es heute doch nicht. Vielleicht habe ich mich da vertan. Ja, ja. Dann fände ich das ein bisschen schade. Ich möchte nicht morgen schon wieder in die Mini gehen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch nicht machen. Einfach so. Ja. Würde ich dann vielleicht einfach sagen. Juckt mich nicht. Würde ich dann halt ein paar Tage warten. Wie schon gesagt, weiß ich mal, ob es überhaupt Erfahrung gibt. Das heißt, ich würde da zurückgehen und hier versuchen, Steine aufzukloppen, um in die nächste Ebene zu kommen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Kleines bisschen. So. So. Ja. Und ich meine, Sam ist halt bei seiner Familie, das heißt, da bin ich auch. Also da habe ich dann auch nichts zu tun. Bei uns daheim nicht wirklich. Ich könnte mal Soap machen, das wäre schon längst überfällig, aber es steht im Spiel irgendwie nicht nötig. Finde ich aber ganz gut, weil das ist durchaus ab und an mal eine sehr nervtötende Tätigkeit, alles zu putzen. Habe ich... Nee, ich habe nicht 99 Steine, leider. Jetzt habe ich mir eine Treppe gebaut. Oh, ja, nerv nicht. War das mit Glück plus 1? Ob ich das so glauben soll? Also so viel... Okay. Aber hey, es könnte schlimm sein, ich könnte 100 Skelette hier haben. Das fände ich dann nicht so geil. Zack, zack. Hä? Also langsam dass die leider mal kommen, ne? Langsam habe ich nämlich fast alle Steine hier gekloppt, aber ich vielleicht ist ja unter dem letzten. Kann ich mir eine Bombe herstellen? Ah, das ist ein Köder. Was fällt mir denn zur Bombe? Wo ist denn die überhaupt? Eisenerz oder Kupfererz? Reicht das Kupfererz? Reicht es? Dann muss ich es mal probieren, wie ich damit umgehen kann. So. Oh, sehr schön. Damit wirst du erledigt. Und dann kümmern wir uns um den Schleim hier. Und
Wir haben alles erledigt von dem Schleim. So schön. Was ich auch schon lange nicht mehr bekommen habe, ist eine prismatische Scherbe. Aber ich glaube, die droppen nur aus Iridium-Erz, kann das sein. Und das gibt es hier oben noch nicht. Meine ich. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Hier bewegen sich die Schleime auch relativ zielgerichtet. Ich habe das Gefühl, in Minecraft und so tun sie das zum Beispiel nicht. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Vielleicht, man weiß es nicht. Apropos Minecraft, wo wir gerade bei Minecraft sind. Ich habe irgendwie keine Ahnung mehr über die neuesten Versionen von Minecraft. Weil ich, wenn überhaupt, die ganz alten Versionen, also die 1.7.10 und älter spiele. Und, ja. Irgendwie ich die neuen Versionen nicht so geil finde. Von der Kampfmechanik her vor allem. Und ich mir die deshalb auch nicht angeschaut habe. Kann ich nur noch eine Bombe herstellen? Weil sonst gehe ich wie. Oh, ich kann mir eine Mega-Bombe herstellen. Das ist doch was so. Zack. Ach, es hat den einen denn gar nicht getötet. Wow. So, da kann man Stoff bekommen, aber ich brauche zuerst mal was zu essen. Wie viel Salz denn? Habe ich eine. Vier Holz stattdessen weg. Ja. Nee, bitte geh aus dem Chat raus. Danke. Oh, und wir haben 22 Uhr. Ich sollte wieder abhauen eigentlich. Das heißt, ich werde die Kiste noch und noch schauen, ob es noch Monster gibt. Gibt es nicht, also gehe ich. Ja, ja, haben wir es heute leider nicht geschafft. Das ist zwar traurig, aber auch kein Weltuntergang. Muss ich halt dann irgendwann nochmal hier in die Mine. Auch wenn meine Motivation so gar nicht vorhanden ist, nochmal in die Mine zu gehen. Ist jetzt überall so lila? Nein, sehr schön. Ja gut, kann man nichts machen. Ich habe es wohl überschätzt. Oder unterschätzt, je nachdem. Ein Kupfererz, denke ich. Ach, 5 Harz. Kann weg, 5 Harz. Die brauche ich also echt nicht. So. Noch ganz geschwind zu dieser Kiste hier. Das weg, das weg, das weg. Quarz weg. 2 Sonnenblumen weg. Aus der anderen kann ich morgen, wenn ich es nicht vergesse, Ding machen. Öl aus der einen. Da habe ich mich kennen, vergesse ich das eh. So, gute Nacht, mein Liebling. Ich weiß, ich bin spät dran. Tut mir leid. Und gute Nacht. Oh, ich bin doch aufgestiegen. Kampfstufe 10, wähle einen Beruf. Schläge verursachen 15% mehr Schaden. Verteidigung plus 25 Lebenspunkte. Natürlich nehme ich da Verteidigung plus 25 Lebenspunkte. Ja. Ich denke, das ist eindeutig, warum. Bekomme ich gar keinen Steam-Erfolg. Finde ich schade. Ja. Ich meine, ich habe 10% mehr und die 5% mehr, wo ich dann noch mal drauf haben könnte, die lohnt sich halt echt nicht. Wo steckst du denn, mein Lieber? Hier, hallo, gibt es Geschenke heute? Oh ja, das habe ich besonders gern. Ich werde den Trick nie hinbekommen. Doch, wirst du. Sei bitte nicht so negativ. Dann würde ich sagen, geht's heute zum Clint. Ach, ich finde die Musik einfach so richtig toll.
wie ihr bestimmt gar nicht mögt. Nein, nein. So, Schattenmayonnaise. Ja, der Baum hat sie geholt. Sehr schön. Nein. Bitte nicht. Oh, ich muss kurz eine Pause machen. Moment. So, entschuldigt bitte. Die Pause hat ein wenig sehr viel länger gedauert wie geplant. Das heißt, ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen wollte, was ich gemacht habe vorher oder sonst irgendwas. Ja. Das finde ich natürlich wunderbar. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, ja, was ich vorhatte, ob ich bei den Tieren schon war, ob ich... Was ich gemacht habe, keine Ahnung. Hasenpfote, nein, bitte nicht essen. Aber schön, dass ich da wieder eine habe. Die kriegt dann vielleicht der Pierre zum Geburtstag, außer der hatte schon. Oder hat irgendwo anders. Ja, mit dem muss ich mich auch noch anfreunden. Gibt's auch nicht. Ich verzweifle so langsam. So. Und ach ja, ich weiß noch, ich wollte zu Clint. Da war irgendwas. So. Habe ich noch Platz? Da ja, habe ich. Sehr schön. Entschuldigung, ging gerade nicht anders. Ich konnte mich nicht rechtzeitig stumm schalten. Vielleicht, wenn ich dran denke, schneide ich es raus, aber dann fällt euch ein Teil vom Spielen halt. Da hat es dann... ich weiß es noch nicht. Und ich muss erstmal dran denken, überhaupt erstmal das Wichtigste. Da hinten gibt es Sonnenblumenöl. Ich sollte in der Zwischenzeit... Silber. Machen wir mal. Normale Milch. Und... Wo ist denn da Schattenei? Und normale Wolle. So. Das Öl lasse ich mal da drin, weil ich gerade nicht weiß, was damit machen. Dann verkaufen wir wieder. Zack, zack. Weg mit euch. Zack, zack. Zack. Okay, dann geht's ab zu Clint, würde ich sagen. Muss dann dran denken, dass zuerst die Melonen. Die Melonen. Genau. Die Geoden aufbrechen lasse. Ja, wie jeder weiß, bricht Clint Melonen auf. Ja, ja, ja. Das habt ihr nur noch nicht mitbekommen. Hallo, vielen Dank. Du hältst Kupferhacke. Oh, und ich habe mein Iridium vergessen. Ich habe mein Iridium vergessen, das finde ich gar nicht gut. Schiefer und eine gefrorene Träne. Und Sturmschau, da kommt vielleicht tatsächlich doch ganz ordentliches Zeug raus. Und ein Golderz. Und das ist das Ozeanstein. Hämatit ist ja rot natürlich. Oder rötlich. Ist der versteinert? Nein, ist der Malachit. Stimmt, der Stein sieht ein bisschen anders aus. Und Fluorapatit. Okay. Gehe noch kurz bei Gunther vorbei. Stöbere in seiner Mülltonne. Hallo Pam, guten Morgen. Lass dich von dem alten Hund neben meinem Haus nicht stören. Er schaut dich vielleicht böse an, aber er steht in 100 Jahren nicht auf. Wie der Kleine heißt, Dusty. Ich weiß, das hat mir Alex schon mal erzählt. Ich habe auch schon welchen her. Zack, 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 zack. Die ganzen... Einige von Träne. Ja, und dann das Ding holen, das... Wie viel habe ich noch? Gar keins dabei, also hole ich es von im Haus. Wenn ich zwei oder mehr dabei gehabt hätte, hätte ich es da geholt. Fünf, so. Geht's wieder zurück zum lieben Clint, aber diesmal laufe ich durch die Stadt. Und dann machen wir uns
Zuerst mal sortieren wir unser Inventar um. Weil das geht so mal gar nicht. Und dann, ja, gehen wir zum lieben Clint, würde ich sagen. Und machen uns eine Iridium-Spitzhacke, obwohl wir die eigentlich ja nicht mehr wirklich brauchen, ne? Haben ja nichts. Aber gut. Zeig's drum. Oh, gestern hatte Demetrius. Schade, schade. In 2 Tagen hat der Zwerg. Und dann noch 2 Tage später hat Willi. Muss ich mal schauen, was die beiden so mögen. Ach stimmt, ich schau mal zur Pam ins Haus. Ist schon ganz schön, also kann man nicht sagen, ja. Auch diese komische Statue da von Yoba, mit der wir auch nicht interagieren können. Ja, aber muss ja sie wissen. Ich muss ausrüsten, dass der Bürgermeister Duis gerade nicht da ist. Weil normalerweise kann Benny mir nie in der Mülltonne großstellen, weil ja, der steht immer auf hab 8 Lowerstellung. Der gute. Oh, und Alex ist gar nicht da und verkauft Ace. Wir haben doch aber Sommer, oder? Oh, hallo Louis. Ich bin hier, um Clints Gewerbesteuer einzuziehen. Gut. Aber ich würde gerne vorher mal eine Iridium-Spitzhacke machen. Fange sobald wie möglich an, sollte in ein paar Tagen fertig sein. Gut, gut. Was liegt da für ein Zettel? Stapel von Plänen zur Metallbearbeitung stand da, ja. Warum kriege ich es eigentlich immer so schnell weg, wenn ich es noch nicht gelesen habe? Ich weiß es nicht. Hallo Alex. Ich kriege eine Grillparty. Verdammt, ich hätte gerade echt gerne einen Burger. Tut mir leid, da habe ich leider keinen für dich. Verkaufst jetzt dein Ace, dann kaufe ich nämlich gleich eins. Hallo. Ich hätte gerne 10 Stück Ace. Es gibt wohl kaum jemanden, der das nicht mag. Ja, das mag richtig sein. Wo geht er jetzt hin zum Gunther? Was tut er denn da? Nur so reines Interesse. Klick ist eine der besten Einrichtungen, die die Stadt Pelikan zu bieten hat. Sie wird den Steuern finanziert, die wir von den örtlichen Betrieben einziehen. Aha. Vielleicht gibt ihr jetzt Gunther das Geld, man weiß es nicht. Gut, gut. Das heißt, wir haben alles auf Level 10, ne? Einfach richtig gut. Wir haben da unten alles. Ja, so lässt sich doch aushalten. Würde ich sagen, hallo Hayley. Ich hätte einen guten Tag zum Schwimmen aus. Ja. Das stimmt, das stimmt. Was kann die Hacke jetzt? Ah. Felder gleichzeitig umgraben. Okay. Gut zu wissen. Ich würde mich ja hier auch gern ausziehen und im Meer schwimmen gehen, aber irgendwie ist das ja nicht möglich. Vielleicht schwimme ich dann. Aber drinnen im Spa schwimmen, obwohl hier draußen super Wetter ist. Aber jetzt mal aufs echte Leben bezogen. Ich sollte auch im echten Leben öfter schwimmen, weil Schwimmen ist einfach toll, macht Spaß. Und Schwimmen schont die Gelenke. Das ist sehr, wer das ganze Gewicht nicht auf dem Korb versteht. Und vor allem, es macht verdammt viel Spaß. Oder was heißt verdammt viel Spaß? Aber es ist der... meiner Ansicht nach einer der besten und angenehmsten Sportarten. Und man kann es auch als Ausdauersportart machen. Also sollte ich vielleicht doch ein bisschen öfter schwimmen gehen. Ich denke, da wäre tatsächlich nichts dagegen einzuwenden. So, und warum habe ich euch das erzählt? Ich weiß es nicht. Ach doch, weil man hier ja, weil mir die Hayley was erzählt hat vom Schwimmen. Hallo Willi, wie läuft das Fischerleben für dich? Ganz ordentlich. Möchte so viel wie möglich fischen, aber das ist nicht einfach, wenn du einen Laden hast. Ja, das kann ich mir vorstellen. Soll ich dir mal unter die Arme greifen in deinem Laden, dass du ein bisschen mehr fischen kannst? Ich hätte jetzt ein bisschen Zeit eigentlich. Und wie war das in 2 Tagen hat der Zwerg, ne? Zwerg, was schenke ich denn dem Zwerg? So eine Zwergenschriftrolle? Da bist du aber schon wieder in die Mini, aber ja, sei es drum.
Und dann irgendein Gerät oder irgend sowas. Oh, hallo Demetrius. Wenn das Strigolactone-Niveau sich weiter erhöht, würde es dann einen proportionalen Effekt auf das mykorrhizale Wachstum haben. Oh, tut mir leid, ich habe gerade über ein paar Daten nachgedacht und dich gar nicht bemerkt. Brauchst du etwas? Nee. Ich wollte nur schauen, was du so tust, aber du scheinst ja durchaus sehr beschäftigt zu sein. Und wie läuft's bei dir? Hallo? Du bist immer so nett zu mir, Herr Corny. Erwachsene sind normalerweise gemein und langweilig, aber du bist anders. Papa ist irgendwie merkwürdig, seit er zurück ist. Ich frage mich, was mit ihm passiert ist. Er spielt nicht mehr mit mir. Ja, weißt du, der Krieg verändert Menschen. Das ist das Traurige. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählen kann, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Aber... ja, dein Vater hat sich leider verändert durch den Krieg, das macht der Krieg mit Menschen. Hallo, die Berge sehen heute schön aus, oder? Was? Hast du irgendwas genommen oder so? Aber gut. Soll mir auch recht sein. Wer läuft ab? Demetrius, mit dem habe ich ja schon gesprochen. Hallo, oh Gott, was ist denn hier los? War hier Versammlung. Geht es nur mir so oder sieht Abigail ein wenig bleich aus? Vielleicht sorge ich mich einfach zu sehr um sie. Ja, das kann durchaus sein. Und du läufst durch sie dazu, durch die Caroline. Und ich finde es toll, dass die miteinander interagieren. Wusstest du, dass mein Ehemann total auf geröstete Haselnüsse steht? Und dann habe ich sie weggeklickt, weil meine Maus wieder rumgesponnen hat. Schade, schade, Schokolade. Ach ja, seit sich Steam geupdatet hat, heute vor dieser großen Aufnahme, weil ich nehme immer in Blogs auf oder meistens, funktioniert das Spiel nicht mehr ganz gut. Und du hast halt eine so schöne Lage, findest du nicht? Doch, finde ich. Ich liebe die frische Luft in den Bergen, das kann ich verstehen. Hallo Abigail. Ich genieße den Sommer eigentlich. Es ist lustig, wie schnell sich die Meinung ändern kann. Okay. Ja, soll sich aber eigentlich nicht ändern. Ich finde es gut, wenn du das Sommer genießt, weil der Sommer ist ja auch eine schöne Jahreszeit eigentlich. Obwohl ich sagen muss, eigentlich kennt fast jeder. Ich kann eigentlich jede Jahreszeit was abgewinnen. Ich finde es auch immer ein bisschen zu kurz gedacht. Ja, die eine Jahreszeit ist schön, alle anderen Jahreszeiten sind bescheiden. Ja. Leute, jede Jahreszeit hat was Schönes und jede Jahreszeit hat ihren Sinn. Auch für die Natur. Die muss ich auch mal ein bisschen erholen und ja, zur Ruhe kommen und sich um die Pflanzen kümmern und so. Also da würde ich mir jetzt keine solche Gedanken machen. So, und ich wollte doch... Was wollte ich denn machen? Mit einer Morchel, glaube ich, und Öl. Habe ich noch eine Morchel irgendwo? Mauchel, Mauchel, Mauchel. Irgendwas mit Pilzen am Gericht. Ich glaube, das scheitert an der Mauchel. Ja, 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 das finde ich gar nicht gut. Hab ich den Irz dabei? Einiges habe ich nicht. Sonst hätte ich die jetzt rausgenommen und was Neues gemacht. Dafür kann ich vielleicht aus 99 Schleim... Ding und so ein komisches Schleim herstellen lassen. Zack, weg mit dem Eis. Wie viel gibt es? Plus 100 Energie, plus 40 Gesundheit, ist recht nett eigentlich. Dann kann ich die komische CD in die Recyclingmaschine packen. Kommt, glaube ich, verfahrener Quarz raus oder so. Oder auch was anderes, man weiß es nicht. Ja, und dann war es das schon wieder mit den Inventarplätzen. Dann verkaufe ich das noch. Und das und das und das. Dich und dich und dich. Die Edelwicken mal nicht. Die Pilze. Lehm. Ja, dann würde ich sagen. Oh, da ist auch noch einiges fertig. Was habe ich denn heute Morgen gemacht?
Und die eine, die ich ein bisschen noch auf keine Krähen getroffen, wahrscheinlich weil die zwei anderen alles wegnehmen, aber kann man ja auch nichts machen. So, weg ist der Weizen. Es reicht auch nur noch einmal, ne, den anzubauen. Weil dann ist der... Wie viel ist denn dann der 24. Und ich meine, dann wird es nicht mehr fertig. Gut, das heißt, heute bauen wir nochmal Weizen an. Und verkaufen den alten, also mit alt meine ich den, was mache ich denn eigentlich? Ich habe Sternfrüchte verkauft, aber das ist auch in Ordnung. Den ohne Gold oder Silber. Jetzt gehen wir da rein, holen uns wieder Weizensaat. Und das hinher, guten Abend, mein Liebling. Und da war leider die Gesprächsoption weg. Aber sei es drum, so. 66 Stück, ich würde mal sagen, das reicht. So, zack, 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 zack. Ja, ja, das ist schön für dich. Das interessiert mich aber gerade nicht so wirklich. Ich bin hier eigentlich damit beschäftigt. So, und weg mit dir, weil ihr stört mich gerade einfach nur. So, und dann würde ich ja wohl überall dann das verteilt haben. Immer noch mal so durch, sieht ganz gut aus. So, dann gehen wir zur Mühle und packen da noch 8 Weizen rein und dann würde ich sagen, gehen wir auch ins Bett. Gehe ich schon wieder nach Sam ins Bett. Gut, das ist aber eigentlich auch kein Weltuntergang, aber ich finde es halt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, schade. Die Kochzutat, die aus zermahlenen Weizenkorn hergestellt wird, wenn er immer ohne uns ins Bett gehen muss. Weil das ist ja jetzt auch nicht wirklich Sinn der Sache in der Beziehung, ne? Aber gut, kann man nichts machen. Dafür können wir noch zweimal Honig verkaufen. Und wir haben endlich unsere Mühle mal benutzt. Das finde ich gut und um das da, was auch immer, kümmere ich mich morgen. Dann würde ich es, falls ich es nicht vergesse, bis dahin sage ich gute Nacht. Und zu euch, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Stardew Valley.